Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Bureau XCOM Declassified. Und wir haben ja noch einiges anzugucken. Oh Mann. Mal wieder Audiomaterial in Filmrollen. Es ist unglaublich komplex, Lawrence, und sehr laut. Aber es gibt ein Schema. Tut mir leid, Ellen, ich höre es einfach nicht. Und nichts für ungut, aber die Instrumente auch nicht. Ja, verstehe, aber ich weiß nicht. Ich spüre ein Schema in dem ganzen Chaos. Sie spüren? Tut mir leid, Doktor, das ist nur kein sehr wissenschaftlicher Ansatz. Sie sind ein helles Bürschchen, aber Sie müssen noch viel lernen. Ach, tatsächlich. Und was? Wir sind doch Systeme, oder? Instinkte, Gefühle sind einfach Komponenten dieses Systems. Warum sollte man sie ignorieren? Das sind reichlich archaische Ansätze. Archaisch? Was versteht ein Amerikaner von Archaik? Aber ja, die Wissenschaftslehre hat das Gespür abgeschafft. Die Wissenschaftler selbst aber nutzen es. Interessant. Lawrence, Sie sind ein brillanter Student. Aber wenn Sie über den Tellerrand der Vorlesungssäle hinausblicken wollen, müssen Sie lernen, Ihren Instinkt einzusetzen. Ja, das verstehe. Er schneidet so ein Zeug mit, vor allen Dingen in der Zeit. Sieht aus wie Unterlagen von Lehrmaterial über Verschlüsselung von Signalen, Übertragungsmuster, elektromagnetisches Zeugs. Böhmische Dörfer für mich. Für mich auch, aber nicht für Weir. Darum brauchen wir ihn ja. Das klingt so ein bisschen so, wie wo Ashley Williams das gesagt hat bei Tanz der Teufel 3, bei Evil Dead 3, Armee der Finsternis. Was versteht ihr schon über chemische Strukturen, Zusammensetzungen, blablabla? Er ist auch selber nicht so wirklich der Held drin, aber egal. Was für ein Foto? Ah ja. Eindeutig Sif. Meister und Schüler. Ich weiß, ich hab einen doofen. Egal. Ah, es hat eine Grinsrübe. Übrigens, die Formeln sind alle falsch. Ich sag's euch. Der kam unerwartet. Es tut mir leid, ich hoffe, der war nicht ganz so laut. Boah, ich habe ja Gänsepelle hier, du. Aber Feuerlöscher erschlagen. Ja, so muss halt. Also, übrigens mal ein wehrhafter Wissenschaftler. Was ist das für ein Pokal? Bestimmt nicht Sport. Und Tetris-Meisterschaften gab es damals noch nicht. Dildo haben sie auch noch hingestellt. Mann. Naja gut, genug rumgeblödet, Leute, weiter. Wobei, bei den Sektoiden kann man ja auch nicht so ganz ernst sein. Die sind ja auch als Gegner zum Beispiel total albern. Sagt's, wie es ist. Es ist... Fork, hier ist eine Outsider-Waffe. Sie ist unbeschädigt. Alle, die wir bisher gesehen haben, sind explodiert, wenn ihr Besitzer starb. Die Jungs im Labor werden ziemlich scharf darauf sein. Na, dann gucken wir doch mal, dass wir den die Dinge mitnehmen, wa? Nehmen wir natürlich mal den Streulaser statt der 1911er. Eine Nahkampfwaffe, die mehrere Laserstrahlen in einem Streuwinkel verschießt, lässt sich schnell hintereinander abfeuern. Wahrscheinlich recht ungenau, aber probieren wir es mal. Da ist das Observatorium. Ne? Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ah ja. Alles klar, wir können mal wieder hier ein bisschen. Oder sollten zumindest mal ein bisschen taktisch arbeiten. Ich glaube, du bratzt den erstmal hier weg. Rein. Entdeckung! Der Angriff. Muss erstmal weg, erfasse weil sonst Ziel. Haben wir da vorne keine vernünftige Deckung. Kann ja auch noch ein bisschen Unterstützung geben, pass mal auf. Hebe es an! Das hat ja bloß einen kurzen Cooldown. Und jetzt holt's mal drauf. Ihr sollt draufballern! Ey! Ihr seid echt Hungs. Dann nimmst du dir mal das Ding nach vor. Bringt vielleicht nicht so viel, aber pff, mal kicken, ne? Dann machst du mal bitte jenen hier. Das ist ihr Ziel! Greife ihr Ziel an! Da ist wohl die Knifte alle. Jo, machen wir gleich. Heilung ist ein super Plan. Heilung aktiviert! Und du machst mal einen Crit. Auf das Geschütz, was ich gerade nicht sehen kann. Scheibenkleister. Nee, mach erstmal ihm ja Platz. Los, draufhalten! Und du genauso. Angriff! Verstanden! Ich versuch's! Dann kümmere ich mich um das Geschütz. Ein verboten! Das war ein Volltreffer! Wir haben ihn fest!
du bleibst mal ruhig auf der Seite. Na, nee, das Ding können wir stehen lassen, das ist Quatsch. Aber du kannst auch mal deinen Kollegen ein bisschen unterstützen, ja, ein bisschen flankieren. Das ist Feuer. Ihr Ziel! Schalte Ziel aus! Der muss einmal weg. So. Dabei gehe ich mal ein bisschen vor. Ah, es ist ein bisschen. Ist halt der taktische Schuss. Auf Geschichte den da konzentrieren! So Ziel anvisiert! Ne? Du nimmst dir den vor. Angriff! Der gehört mir! Nee. Du nimmst dir bitte doch wen anders vor. Und zwar. Gucken, ob du den. Schalten Sie ihn aus! Erwischen Verstanden. Kannst, ob das was bringt. Dem habe ich seine Fortpflanzungsorgane. Das ist der letzte. Dezimiert. Wir können über diesen Vorplatz. Und langsam werde ich warm, Leute. Was ist das? Wars? Was war das jetzt bitte? Was hat da gerade explodiert? Ja, das war wieder grammatisch super. Ah, das ist für die Knifte. Dann laden wir die doch gleich mal nach. Yoda wäre echt stolz auf mich bei meiner Grammatik tun sein. Jo. Da hätten wir noch so ein Explosionsgedöns. Da haben wir nochmal Munition. Ich glaube, das gilt auch. Ich probiere es jetzt mal eiskalt aus, weil ich finde die Schrotze doch ein bisschen angenehmer als die. Mir liegen die Alien-Waffen nicht ganz so. Ich werde jede mal so ein bisschen ausprobieren, mal so für einen Kampf oder so. Aber das ist nicht so mein Zeug. Sammeln, Leute. Geht klar. Aber ich werde die konventionellen echt bevorzugen. What? Ist auch eine neue Waffe, oder? Nee, ist ja, der Streulaser. Allerdings. Okay, bei der Menge Munition. Gegenüber dem, was ich da. Nein, das war Quatsch. So rum wollte ich das etwa. Bei der Menge Munition, die hier rumliegt für die Waffe, nehmen wir doch lieber die mit. Ja, oh gut. Na dann mal los. Potz auf, ey. Ein Zweiflügeltor so mit einer Hand so locker flockig so. Jetzt gibt's, glaube ich, ein bisschen aufs Maul. Ey, jetzt kommt, glaube ich, der erste. Ich sag mal, mindestens Zwischenboss. Oh ja. Der ist mal richtig kacke. Der hat so furchtbar schlechte Laune. Und da gehen wir gleich sofort ins Taktikmenü. Ah, und du gehst bitte mal. So ein bisschen hier gehen in das Sie in Eck. Deckung. Verstanden. Den anderen möchte ich bitte direkt auf der anderen Seite. Na gut. Da ist nicht viel andere Seite. Ändere die Position. Dann macht ihr bitte einen Crit auf Los, den. Draufhalten. Und wenn du da bist, holst du auch auf den rein. Und ich mache einen Heber, was bei dem nicht viel bringt. Das stunt den aber so ein bisschen. Also, why not, ne? Ah, es bringt mich echt nett viel. Das ist. Scheibenhonig. Erstmal laden. Dich zieh ich doch mal hier ab. Du kommst lieber mit zu mir rüber. Und dich werde ich auch ein bisschen anders positionieren, mein Freund. So hier und dann machst du erstmal Hühnchen da klar. Okay, Heilung Christe. Durchhalten. Kein Thema. Und dann darfst du bitte dich auch ein bisschen weiter bewegen. Und zwar. Los, hier rüber. Da in Deckung. Setze mich in Bewegung. Während ich ihn hier noch so ein bisschen ablenke. Und jetzt aber bitte auf den. Auf den Großen, bitte. Eliminieren Sie ihn. Ziel wird erfasst. Auf den da konzentrieren! Ziel wird
wird erfasst. Er hat den Sektuin zumindest erledigt. Das ist schon mal praktisch. Und... jawoll! Ja, wir haben den. Wo ist noch das Klump? Sehen Sie die? Nein, den, das wäre mal Bullshit. Da kommst du eh nie ran, also. Quatsch. Eliminieren Sie ihn! Den nimmst du. Du nimmst. Das ist jetzt jeden welchen. Ich guck mal, dass ich einfach hier noch ein bisschen Zwischenfeuer. Jawohl. Ich werde auch wieder mit dem Zielsystem ein bisschen wärmer. Liebe Werber, Leute. Nein! Dies wollen wir nicht. Was haben wir denn noch für Leute? Angriff! Ja, genau. Versuch mal den zu erwischen. Ich weiß nicht, ob er da um die Ecke geht, um drauf zu halten. Das ist ihr Ziel. Jawohl! Dann nimmst du einen lieber halt mal als nächsten. Das Ding da! Angriff! Auf ihr Ziel! Dann dürfte das sich ziemlich schnell erledigt haben. Wenn nicht, mach ich das. Okay, ihr könnt. Bitte mal den da nehmen, der kommt mir nämlich ein bisschen zu nah. Aus. Ziel wird eliminiert! Auf dieses Ziel konzentrieren! So, macht mal! Alle Ziele eliminiert. Jawoll! Left! Sehr schön. Jetzt können wir nämlich den upgraden. Was ist denn das? Nicht so leicht umzubringen, das ist gut. Scharfschütze. Ich nehme mal nicht so leicht umzubringen, weil zielsicher sind die beiden Jungs doch irgendwie schon. Wie komme ich zu den Kräften drüber? Ach, das war's gerade. Und die hauen wir natürlich, ja, na klar, eine Mine liegen, dann nehmen wir natürlich gerne. Die Landmine des Pioniers explodiert bei Annäherung. An engen Stellen kann sie Feindbewegungen einschränken oder Gegnern eine Falle stellen. Oder die einfach zerfetzen. Was ist denn damit? Das ist auch was. Das ist Back in Black, würde ich einfach mal sagen. So. Na, das muss weiß sein, das ist klar. Krawatte bleibt natürlich auch schwarz. Das ist lustig. Kann die Jungs ja optisch. Der letzte Anzug, toll. Meine Black. Super. Ey, klasse. Ja, machen wir dich da auch mal zu Meine Black. So. Es ist ja thematisch sogar ähnlich. Also warum eigentlich auch nicht? Aber die Hemdfarbe machen wir auch hier, weiß? So. Schade, dass die Schuhe so ein bisschen rausstechen, aber ich reg mich nicht auf. Geht bei mir tatsächlich auch. Ja, genau, Babyblau. Nein, da bleiben wir bei schwarz. Das ist... noch gar nicht schwarz, oder? Aber es ist das Dunkelste. Okay. Gut. Aber mal, jetzt rennen wir ja alle gleich rum. Bloß der eine oder andere eben mit oder ohne Jackett, aber ist doch egal. Cool. Sehr nice. Ein wenig Schuss, das ist... na gut, hat sich jetzt schon wieder erledigt mit dem wenig Schuss. Der Steuerläuser, ja gut, er ist nicht schlecht. Vielleicht mache ich doch so ein bisschen 50-50 Gedöns. Ihr sammeln, seid am Mann, Leute. Oder? Neu formieren. Ihr kommt mit, oder? Ihr seid cool mit mir. Granate. Sehr schön. Aber, wie gesagt, ich mag doch irgendwie die Schrotze lieber. Ja, Kommandant. Die Dinger müssen wir nicht zerstören. Es gibt ein paar Minen, habt ihr ja schon mitgekriegt, wenn man sich da annähert, denn
dann wäre die pumpig, dann explodieren die einfach. Also, das ist aber bei denen nicht so. Ich würde aber einfach mal sagen, ja, was ist denn hier los? Gehen wir mal gucken. Ich hoffe, es kommt nicht gleich wieder zum Kampf. Ach. Die Jungs suchen schon bei der Deckung, das finde ich irgendwie nicht so prall. Aber ich würde einfach mal sagen, gucken wir da einfach im nächsten Part rein, was hier Phase ist. Ja, und ich sag an dieser Stelle, ich danke euch wieder fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge, wenn es denn wieder heißt XCOM, die Classified. Ich hätte mich fast wieder versprochen. The Bureau. Ciao, Leute.